willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr genau diese Situation vermeiden könnt. Ich bin mir sicher, dass viele meiner Zuschauer schon mal in so einer Situation waren. Was ist schuld? Ganz einfach, die kalte Jahreszeit kommt und unsere Batterie ist einfach zu alt oder gar zusammengebrochen. Ich möchte euch einfach mal zeigen, wie ihr messen könnt oder wie ihr testen könnt, ob eure Batterie noch gut ist und wie ihr dann schlussendlich eine neue Batterie beschafft und einbauen könnt. Fangen wir einfach mal als erstes mit einem kleinen Test unserer Batterie an. Es gibt drei einfache Methoden, die Batterie zu testen und hier zu schauen, ob sie noch gut ist oder nicht. Für alle drei Methoden geht ihr bitte folgendermaßen vor. Ihr bewegt euer Fahrzeug über einen längeren Zeitraum, das heißt, fahrt eine gewisse Strecke ab oder ladet eure Batterie auf und stellt dann euer Fahrzeug ab und lasst es mindestens 5 oder 6 Stunden stehen, sodass die Batterie auch etwas zur Ruhe kommt. Ist die Zeit verstrichen, können wir nun unser Fahrzeug zum Beispiel vor eine Wand fahren, unser Frontlicht einschalten und einfach etwas warten. Sehen wir hier, dass die Leuchtkraft nach kurzer Zeit nachlässt, so ist das ein Indiz dafür, dass eventuell die Batterie nicht mehr genug Leistung hat und eventuell auch ersetzt werden muss. Eine etwas bessere Methode ist es, indem ihr euch Zugriff zur Batterie verschafft. Hier müsst ihr mal in eure Unterlagen schauen. Schaut, wo eure Batterie sich befindet. In meinem Fall hier unter dem Luftfilter. Diesen muss ich entfernen. Und jetzt habe ich Zugriff auf meine Batterie. Jetzt gibt es zwei Methoden, hier zu ermitteln, ob die Batterie gut ist. Habt ihr zum Beispiel eine etwas neuere Batterie erworben? So schaut einfach oben auf die Batterie. Neuere Batterien haben hier einen Indikator. Wenn dieser grün leuchtet, ist die Batterie in der Regel noch okay. Wenn dieser Indikator überhaupt kein Lichtsignal mehr ausgibt, muss die Batterie ersetzt werden. Für die dritte Variante habe ich hier einfach mal was vorbereitet. Wir haben hier eine neue und eine alte Batterie. Beide Batterien wurden voll aufgeladen und das ist auch schon mehrere Stunden her. Jetzt schauen wir uns diese beiden Batterien an, entweder unter Zuhilfenahme eines Voltmeters oder eines Multimeters. Beides bekommt ihr relativ günstig zu kaufen. Wir beginnen einfach mal mit dem Multimeter. Diesen stellen wir auf Gleichstrom ein und halten die Messspitzen an die dementsprechenden Pole. Achtet darauf, diese nicht zu verpolen. Das ist der Pluspol, das ist der Minuspol und wir ermitteln unser Ergebnis. Und wir sehen hier, die Batterie hat eine Spannung von 12,55 Volt. Das wäre absolut im grünen Bereich. Ich kann euch hier mal einige Werte mitgeben. Die Batterie sollte deutlich über 12 Volt Spannung haben. Am besten zwischen 12,4 und 12,7 Volt. Wenn die Batterie in diesem Bereich liegt, ist sie okay. Jetzt schauen wir uns hier die etwas ältere Batterie an. Auch hier ermitteln wir das Ergebnis. Und wir sehen, diese Batterie ist schon sehr schwach. Das heißt, ich hatte die Batterie eigentlich erst aufgeladen. Trotz alledem ist sie auf 9,48 Volt abgestürzt. Was also bedeutet, mit dieser Batterie können wir besonders bei kälteren Temperaturen unser Fahrzeug garantiert nicht mehr anlassen. Wir haben nun festgestellt, dass unsere Batterie nicht mehr so gut ist und wollen diese ersetzen. Aber wie machen wir das? Denn wir müssen ja auch das richtige Modell für unser Fahrzeug erwerben. Es ist nicht sinnvoll, hier irgendeine Batterie einzubauen. Es gibt einige Punkte, auf die wir achten sollen. Hierfür baue ich einfach mal meine Batterie aus und wir schauen uns einfach mal die verschiedenen Punkte an. Bevor wir allerdings die Batterie ausbauen, bitte ich euch nochmal in die Bedienungsanleitung des Fahrzeuges zu schauen. Hier gibt es fahrzeugspezifisch eventuell noch einige Punkte zu beachten, bevor wir die Batterie ausbauen können. Es ist natürlich auch wichtig, das Fahrzeug ordnungsgemäß abgestellt zu haben, gesichert zu haben und alles abgeschaltet zu haben. Ich beginne mit dem Minuspol. Bitte beginnt auch immer zuerst mit dem Minuspol. Trennt den Minuspol von der Batterie. Als zweites trenne ich den Pluspol. Und kann nun noch die Halterung der Batterie öffnen, sodass ich sie entnehmen kann. Beim Herausnehmen der Batterie achte darauf, die Batterie ist sehr schwer und lass diese bitte auch nicht fallen, denn in der Batterie befindet sich Batteriesäure. Um nun eine neue Batterie zu beschaffen, brauchen wir, wie gesagt, die Daten der alten Batterie. Hier gibt es mehrere Vorgehensweisen. Als erstes reicht es meistens aus, wenn ihr euren Fahrzeugschein oder Fahrzeugbrief zur Hand habt und hier oben einfach die PKW-Schlüsselnummer, Identnummer besitzt. Alternativ können wir natürlich auch die Batterie über die Amperestunden identifizieren. Das heißt, in meinem Fall benötige ich eine Batterie von 60 bis 66 Amperestunden. Dann ist es wichtig, die Anschlüsse sich anzuschauen. Hier gibt es auch diverse PKW-Hersteller, die andere Anschlüsse verwenden. Das hier sind die Standardanschlüsse. Und natürlich die Maße. Auch hier sollten wir darauf achten, welche Maße können wir überhaupt in unser Fahrzeug einbauen. Diese Batterie hat die Maße 23 cm.
also 230 mm. Und eine Einbauhöhe, hier müsst ihr darauf achten, ihr habt auch hier die Anschlusspole, die müsst ihr mit einrechnen, auch von ungefähr 22 bis 23 cm. Achtet darauf, dass die neue Batterie nicht wesentlich größer ist, sonst kann sie eventuell auch nicht mehr verbaut werden in eurem PKW. Dann gibt es noch einen ganz wichtigen Punkt, hier müsst ihr unbedingt darauf achten, und zwar die Polung der Batterie. Wo befindet sich der Plus- und wo der Minuspol? Es kann bei manchen Fahrzeugtypen sein, dass ihr hier darauf achten müsst, weil die Zuleitungen teilweise zu kurz sind und ihr dann eventuell die Batterie nicht mehr mit dem Fahrzeug verbinden könnt. Um nun eine neue Batterie zu beschaffen, befinde ich mich hier auf der Webseite von yuasa.de. Hier gehen wir einfach den einfachsten Weg, um unsere Batterie zu identifizieren. Wir können hier anhand unserer Zulassungsbescheinigung Teil 1 suchen oder wir können dann dementsprechend auch anhand der Artikelbezeichnung nach den Batterien suchen. Ich suche jetzt einfach mal anhand der Zulassungsbescheinigung. Hier werden uns nun alle kompatiblen Modelle angezeigt. Das Schöne hieran, wir sehen natürlich auch das Fahrzeugmodell, wo wir die Batterie einbauen wollen. Und wir haben auch nochmal eine Batterie abgebildet, anhand der wir die Batterie auch dementsprechend identifizieren können. Jetzt haben wir hier die richtige Batterie gefunden und können sie dann dementsprechend auch bei einem Händler beziehen. So, die neue Batterie ist nun eingetroffen. Vor dem Einbau schaut bitte, dass die Batterie ordnungsgemäß geladen ist. Hier in dem Fall ist das ja einfach. Wir schauen hier einfach in den Indikator. Dieser leuchtet grün. Also können wir sofort mit dem Einbau der Batterie beginnen. So, jetzt kommen wir noch zum Einbau unserer Batterie. Hierbei ist noch darauf zu achten. Achte darauf, dass die Batterie ordnungsgemäß wieder im Fahrzeug verbaut wird. Und noch ein Hinweis, die Batterie hat hier in der Regel auch Schutzkappen. Diese müssen natürlich vor der Montage abgezogen werden. Jetzt beginnen wir aber auch wieder zuerst mit dem Pluspol. Das heißt, wir schließen zuerst den Pluspol an die Batterie an. Und als zweites wieder den Minuspol. Vergesst auch nicht, eure Batterie wieder ordnungsgemäß im Fahrzeug zu befestigen und somit haben wir den Wechsel abgeschlossen. So, und jetzt noch der letzte Test. Und wir sehen, der Wechsel war erfolgreich. Das heißt, wir haben wieder eine ordnungsgemäß funktionierende Batterie im Einsatz. Hier noch ein wichtiger Hinweis. Die hier verbaute Batterie wurde mir von Yuasa zur Verfügung gestellt. Wichtig ist hier noch zu erwähnen, Yuasa ist der größte Batteriehersteller in Asien und einer der größten Batteriehersteller weltweit. Alle Batterien des Herstellers sind OE-Qualität, aber natürlich mit Sitz in Deutschland. So, hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert hier einfach meinen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen, so klickt doch einfach noch neben dem Abo-Button auf das Glockensymbol. Ich sage nur Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.